Also sehr geehrte Damen und Herren, Nationalrätinnen und Nationalräte, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für die Einladung, hier Gelegenheit zu haben, einige Worte an Sie zu richten im Sinne einer Einführung. Nach der Einführung durch Burkhard Stiller aus technischer Sicht, nun auch von meiner Seite aus rechtlicher Sicht. Und wie man das als Jurist so hat, ist man fast gezwungen, die technischen Fragestellungen etwas zu vereinfachen. Also ich habe mein erstes Slide, das hoffentlich dann bald auch sichtbar ist, auf dem Sie sehen werden, was für mich die Ausgangslage ist, um zwei, drei rechtliche Punkte etwas näher erläutern zu können. Also das Slide, das Sie in Bälde sehen werden, ist ganz einfach aufgebaut. Sie sehen auf der einen Seite den Spieler, der Geldspiele online spielen möchte. Der hat einen Vertrag mit einem Internetzugangsprovider, der ihm Zugang zum Internet verschafft, und über dieses Internet greift der Spieler dann auf ein bestimmtes Spielangebot zu. Das ist eigentlich der ganz simple Vorgang, bei dem ich etwas vereinfachen kann gegenüber dem, was Burkhard Stiller aufgezeigt hat. Scheint die Technik noch nicht zu funktionieren. Ich musste etwas, deshalb dabei bleiben, Ihnen die Slides etwas sozusagen bildlich zu schildern. Wenn Sie auf die zweite Slide wechseln, die mit Nummer 3 angeführt ist, dann sehen Sie eigentlich den Regelungsansatz vor Ihnen aufskizziert. Der beruht darauf, dass gewisse ausländische Anbieter nicht in der Schweiz anbieten dürfen, weil sie nicht über eine entsprechende Konzession verfügen. Das ist der eine Pol. Der andere Pol ist, dass das Spielen solcher Geldspiele durch die Spieler erlaubt ist. Das steht so natürlich nicht explizit im Gesetz, wohl aber in der Botschaft. Und der Regelungsansatz, den der Gesetzgeber hier jetzt wählen möchte, ist, dass der Internetzugangsanbieter verpflichtet werden soll, den Zugang zu diesen Angeboten zu sperren. Der entscheidende Punkt hier ist, der Internetzugangsanbieter steht quasi auf der Seite des Spielers, ist also sozusagen aus einer privatrechtlichen Perspektive betrachtet, wenn überhaupt dann Hilfsperson des Spielers und nicht etwa eine Hilfsperson des ausländischen Anbieters. Das führt im Ergebnis zu drei Punkten, auf die ich kurz näher eingehen werde. Erstens nämlich auf einen fundamentalen Widerspruch. Das Spielen von Online-Geldspielen, die von ausländischen Anbietern angeboten werden, durch die Spieler selber ist erlaubt. Das heißt, das Gesetz verbietet uns nicht, solche Spiele zu spielen. Aber die Spieler sollen durch faktische Maßnahmen daran gehindert werden, diese Spiele, die sie spielen dürfen, auch effektiv spielen zu können. Und darin liegt aus meiner Sicht ein Widerspruch, dem sich der Gesetzgeber nicht ohne weiteres aussetzen sollte. Er sagt nämlich eigentlich nichts anderes hier als, du darfst zwar spielen, aber ich verhindere trotzdem, dass du kannst. Das scheint mir ein Widerspruch zu sein, den man nicht ohne weiteres auflösen kann. Zweiter Punkt, Ansatzpunkt der Regelung. Es geht hier letztlich um eine Frage im weitesten Sinn der Providerhaftung. Also inwiefern soll der Provider einstehen für bestimmte Handlungen, die Dritte vornehmen, letztlich jetzt hier im Verhältnis zwischen dem ausländischen Spieleanbieter und dem Spieler selbst. Der Grundgedanke hier ist eigentlich in der Regel der, dass der Provider einstehen muss für Handlungen, die ihm auch zuzurechnen sind. Und wie Sie gesehen haben auf der Slide vorher, oder ganz einfach dargestellt, ist der Internetzugangsprovider eben, wenn überhaupt, dann eine Hilfsperson des Spielers, nicht aber des ausländischen Anbieters von Geldspielen. Und wenn die Hilfsperson Handlungen vornimmt auf dieser Seite quasi des Internets, die sich beziehen auf die Handlungen der Spieler, die erlaubt sind, scheint es mir schwer nachvollziehbar, weshalb dann der Internetzugangsprovider haften soll oder einstehen soll dafür, dass diese Handlungen nicht vorgenommen werden können. Das ist eigentlich der gleiche Gedanke wie beim Widerspruch. Das geht ein bisschen in die ähnliche Richtung. Ich glaube, es geht nicht zu sagen, du darfst spielen, aber derjenige, der dir hilft, dieses Spiel vorzunehmen, muss verhindern, dass du effektiv spielen kannst. Wenn, dann müsste auf der anderen Seite dieser Wolke des Internets angesetzt werden, wenn das auch möglicherweise rechtstechnisch und technisch schwierig sein könnte. Dritter Punkt, Verhältnismäßigkeit. Natürlich müssen die Maßnahmen verhältnismäßig sein, die der Gesetzgeber hier erlassen will. Sie wissen, das ist die klassische Prüfung, die wir hier vornehmen müssen. Zunächst muss eine Maßnahme geeignet sein, einen Beitrag zur Erreichung eines Zieles zu leisten. Sie darf zumindest nicht wirkungslos sein oder geradezu kontraproduktiv. Und hier sollte man aus meiner Sicht differenzieren nach den konkreten Nutzertypen. Wir haben bereits gesehen, der Aufwand zur Umgehung der Netzsperren ist sehr klein. Personen mit einem Suchtverhalten, die ja mitunter
zentrales Zielobjekt der Regulierung sind, werden sich kaum durch solche kaum wirksame Netzsperren davon abhalten lassen, diese Angebote zu nutzen. Personen, die andere spezifische Gründe haben, auf ein ausländisches Angebot zuzugreifen, beispielsweise weil dort Spiele angeboten werden, die die Schweizer Anbieter nicht kennen, weil sie dort schon vorher gespielt haben, vielleicht noch ein Guthaben haben, die werden sich wahrscheinlich auch nicht ohne weiteres abhalten lassen. Wer sich möglicherweise abhalten lässt, sind Nutzer, die mehr oder weniger versehentlich auf solche ausländischen Angebote treffen. Das heißt, Eignung beschränkt, wahrscheinlich muss man ein bisschen differenzieren, auf wen man abzielt, und diejenigen, die man primär schützen will, wird man möglicherweise nicht schützen können. Erforderlichkeit, hier geht es darum, dass das Ziel nicht mit gleichermaßen wirksamen Mitteln erreicht werden kann, die aber milder sind. Wir haben bereits gehört von Herrn Besson, die Zugangssperren sollen in erster Linie eine Informationsfunktion erfüllen. Das wirft natürlich die Frage auf, ob statt Sperrung nicht einfach bloße Information eine sinnvolle Alternative sein könnte. Es kann ja auch reichen, statt einen Haag aufzustellen, ein Hinweisschild zu machen, wo steht, das ist eben privater Grund, den darfst du nicht betreten. Dann letzter Punkt, Zumutbarkeit. Da geht es natürlich um die Abwägung zwischen öffentlichen Interessen und betroffenen privaten Interessen, insbesondere um Grundrechtsinteressen. Und dort spielen verschiedene Interessen eine Rolle. Offensichtlich, das wurde auch bereits erwähnt, sind die fiskalischen Interessen. Die sind gewichtig, die stehen hier natürlich zentral im Raum. Dann geht es wohl auch darum, dass sichergestellt wird, dass die Bedingungen von Konzessionen und Bewilligungen eingehalten werden. Und es geht um den wohl diskutablen Ansatz, ob es Sinn macht, den Spieler vor sich selbst zu schützen. Private Interessen auf der anderen Seite, in erster Linie natürlich die Wirtschaftsfreiheit der Anbieter solcher Geldspiele, die Wirtschaftsfreiheit der ISPs und dann möglicherweise die persönliche Freiheit der Spieler. Hier gibt es einen Bundesgerichtsentscheid von 1975, der sagt, es ging dort noch um so physische Apparate, Geldspielapparate, dass hier die persönliche Freiheit nicht betroffen sei, weil es offensichtlich nicht zu den elementaren Erscheinungsformen der Persönlichkeitsentfaltung gehöre, solche Spiele spielen zu können. Nochmals, der Entscheid datiert von 1975, ist, ich lege das hier gerne offen, so alt wie ich. Als Wissenschaftler ist man mit etwas mehr als 40 so ungefähr in der Blüte. Als Bundesgerichtsentscheid ist man vielleicht schon etwas veraltet. Also ich würde hier gewisse Fragezeichen setzen, ob man das heute noch gleich bewerten würde. Im Ergebnis wird man wohl zum Schluss kommen, dass möglicherweise solche Netzsperren durchaus zumutbar sind, je nachdem, wie man diese Wertungen eben ausübt. Trotzdem Fazit Verhältnismäßigkeit. Wir haben gesehen, der Nutzen ist gering. Es gibt Fragen bei der Eignung und es gibt Fragen bei der Erforderlichkeit. Wir haben gewisse betroffene Grundrechte, wir haben ein Risiko des Overblocking. Insofern scheint mir die Glaubwürdigkeit der Rechtsordnung potenziell Schaden nehmen zu können, wenn man quasi von Anfang an sagt, wir wissen, die Mittel sind untauglich, aber wir setzen sie trotzdem ein. Das scheint mir grundsätzlich kein guter Ansatz zu sein, aber ich sitze hier als Wissenschaftler und nicht als Politiker und bin sehr froh darüber, weil als Gesetzgeber muss man sich natürlich entscheiden, soll ich besser ein untaugliches Mittel verwenden oder soll ich einfach gar nichts tun. Dieser Entscheid ist natürlich den Politikern zu überlassen. Fazit über alles, Verhältnismäßigkeit, wir haben es gesehen, ist fraglich. Aus meiner Sicht besteht ein zentraler Widerspruch, dass man sagt, du darfst zwar spielen, aber wir hindern dich daran, du darfst, aber du kannst nicht. Und der Ansatzpunkt beim Internetzugangsanbieter scheint mir verfehlt zu sein. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus